Ja, Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück hier auf dem Channel Order of Gamers. Ich bin Freya und an meiner Seite ist Nobi Wankinobi. Guten Tag. Und wir zocken Divinity Original Sin. Willkommen an diesem tollen Sonntag noch Abend. Ihr bekommt es heute noch. Ja. Sonntag nach Abend. Noch ist es Abend. Ja, Ich schwöre ne, es. dann Ich schwöre es. wir haben sau viel zu oft in diesem Let's Play öfter mal den einen oder anderen Sonntag ausgelassen. Das darf so nicht weitergehen. Sonst sitzen wir noch am Ende der Corona-Krise da und spielen dieses Spiel immer noch. Ja, aber bevor es wirklich losgeht, dürft ihr gerne auf Pause machen und euch was zu trinken holen, weil wir spielen wieder ein Trinkspiel. Ihr solltet schon längst was zu trinken geholt haben. Ja, aber für die Leute, die erst gerade Ja, einschalten, ne? okay. Ich wollte nur darauf hinweisen, denn wenn du immer noch nichts zu trinken hast, dann ist es sehr traurig. Wie willst du die Viren abtöten, Mann? Hä? Hä? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Aber ja, wir sind etwas versorgt und hoffen, ihr seid es auch. Und Ich habe verstanden, wir sind etwas besorgt. das Ja, wir sind sind wir aber auch auch. besorgt. Ja, Divinity Original Sin macht mich auch wirklich besorgt. Ja, in diesem Sinne erstmal Prost, Freya. Ja, Prost, Nubivan. Gott, ich habe versehentlich ein bisschen geschlürft. Ich hoffe, das war nicht auf der Aufnahme zu hören. Und wenn doch, Tut's behaltet uns es. gleich. Okay, genau. Wir waren zuletzt in diesem Dungeon, welcher das Rittergrab genannt wird. Der Boden hat auch schon vibriert. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. So, Ein Knochenhaufen. Oh, ein Knochen. Geil. Ich habe ein leeres Skelett nur gefunden, also freu dich darüber. Ich habe auch noch ein leeres Skelett. Wieso hat der Knochenhaufen einen einzigen Knochen? Ah, okay. Ein achtsamer Wächter steht hier vor uns und er sagt: Frixemi fsat dr fass. Aber wo? Ich hätte gerne mich noch woanders hingestellt, aber Ja, es das. tut mir leid. Ich wusste nicht, dass es direkt bedeutet, dass der uns angreift. Okay. Es sind mehrere. Es sind vier Wächter. Ja, Aus guck sie dir allen. erstmal genauer an. Ich bin mir sicher, das sind ja welche aus Stein oder sowas. Ach, hier steht ewiger Wächter. Oder sie haben alle eigene Namen. Okay. Wait, wait, Er wait, macht. wait, wait. Okay, wir müssen neu laden. Wir sollten Ja. locker nicht hier hin. 3000 Schaden. Ich glaube, wir haben jeder so 2 bis 3000 Leben. Also die werden uns höchstwahrscheinlich one-hitten. Warte Wie mal. viel Lebenspunkte hat der Typ? Ach so. Bestimmt 1358. Nee, das ist halt locker nicht genug, um. Also, das hätte ich jetzt überlegt. Wir sind immerhin alle vorher einmal dran, aber wir killen halt niemals vier davon. Wir können es versuchen, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, lass mal ganz kurz. Du hast Wasserpfeile, ne? Ich wollte gerade Ja. sagen. Macht aber meine anderen Pfeile, machen die mehr? Bis. Stimmt, ein Eispfeil ist natürlich noch krasser als ein Wasserfall in dem Fall, ne? Genau, aber ich weiß halt nicht genau, ob ich dann lieber einen Pfeil splitten. So, warte, Nee, ich ich kann glaube noch nicht, weil meine ich glaube, die haben Angriffshaltung bestimmt. erhöhen. Normalerweise sind Pfeile doch, glaube ich, Stichschaden. Und ich bin mir sicher, die haben bestimmt großen Widerstand dagegen, oder? Also, sprich, Pfeile sind Okay. vielleicht schon sch schlecht genug, was das angeht. Ich denke mal an eigentlich Also stumpfer Schaden. Wucht war. Ja, Wucht haben sie wenig gegen. Okay, dann Genau, könnte ich und damit Stich hat Madura. steht gar nichts. Okay, dann Pfeile los, würde ich sagen. Ja. Kannst sogar mehrere feuern, ne? Für den Fall, dass der erste Ja, aber dich. nicht mit Wasser. Ich wollte ja einen Wasserfall. Ein Eispfeil, oder? Ein Eisfall. Ja. Ja, aber ich kann nicht mehrere davon. Nicht? Kannst du die nicht ganz normal einsetzen wie pro Runde quasi? Egal. Feuer erstmal los, wir wollen erstmal sehen, wie viel das bringt. Er ist eingefroren, klasse. Dann zieh vielleicht mal kurz Donner auf einen der anderen. Dann gewinnen wir ein bisschen Zeit. Wow, 74% Wahrscheinlichkeit direkt. Oder? Eingefroren, fehlgeschlagen. Willst du trotzdem weiterhin auf ihn feuern, lieber? Ja. Also, weil umso sicherer wird es. Ah, okay, du hast nicht mehr genug Punkte, oder? Oh, Doch, doch, ich doch, habe doch, noch okay. einen, habe ich noch. Ist Ah, David. fehlgeschlagen. Okay, also gehen wir zuerst auf ihn, weil er ist am nächsten. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht nicht so fette Bewegungsgeschwindigkeit haben. Sturmbock macht leider nur Dingensschaden. Das hier macht nämlich Wuchtschaden, Mich okay. beunruhigt es ein bisschen, dass halt erst nur die zwei angezeigt werden und es aber oben vier sind. Genau, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen verwundert. Vielleicht sind die einfach auf der anderen Seite. Warte mal. Können wir hier mal gucken? Ja, die stehen hier einfach. Also sprich, ich denke mal, die werden sich dann auch noch.
Es sind auch Nee. noch mehr Statuen, ne? Ja, hier ist der eine. Der leuchtet aber auch komisch. Ja, stimmt. Vergessen immer, dass ich das nicht sehen kann. Die sind aber auf Level 16. Das sollte eigentlich. Wir sind ja mittlerweile. Welcher Level sind wir? Auch 16, 17 so? Also es sollte mittlerweile eigentlich, sollte es in unserer Preisspanne liegen. 15, okay, ja, gut. Aber gut, das sollte eigentlich trotzdem machbar sein, oder? Also auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, der andere ist zwar näher dran, aber ich würde auch lieber gerne ihn zuerst Ja. loswerden, ne? Es ist die Frage, bewegen bis hierhin kostet mich 3 Punkte. Oder ich gebe einen Punkt mehr aus und füge ihm vielleicht auch nochmal ein bisschen Schaden zu. Feuer ist er aber ganz. Genau. Also das, ja, aber das Feuer ist ja eh nicht der fetteste Schaden. Es geht mir eher darum, da gehe Ja, ich nicht, halt dass er zwar einen dich. Punkt mehr aus, aber Ja. ich füge ihm direkt halt ein bisschen Schnittschaden zu. Ja, nicht, dass er Und. deswegen geheilt wird, deswegen meine ich. Ja, aber das kleine bisschen halt. Ja, Also 17 okay, bis 23 würde ich probier's. sagen. Und ich weiß nicht, ob der immun gegen Niederschlagen ist. Könnte ich mir vorstellen. Er ist riesig groß und aus Stein. Aber falls nicht, dann schlage ich ihn nieder. Gut, versuch's. Ne, ich würde sagen. Nein! Okay, doch, ja, okay. Ich. Wie behindert ist das denn? Ein ewiger gefallener Wächter. Sorry, aber ganz kurz, wie dumm ist das denn? Okay, und dann mache ich das hier direkt, weil das ist nämlich ein Wuchtschaden. Wow. Ja! Wow. Okay, und Medora. Medora the Explorer. Ah, die hat diese Attacke immer noch nicht drauf, ne? Oh nein, jetzt rächt sich das, Leute. Weil das hier ist Schnittschaden und das hier ist auch Schnittschaden. Aber Medora hat ja immer eine Wasserattacke. Das ist ja auch mal ganz gut. Ich würde sagen, dann rutsche ich auch einmal zu ihm rüber. Er liegt nämlich nur. Das heißt, er ist nächste Runde auf jeden Fall wieder am Start. Und dann hauen wir das direkt raus. Sage ich mal. Und machen dann direkt mal den hier. Oh, Oh, yes, guck mal. wow. Der ist fast down Alter direkt. Falter. Und er ist umsingelt. Wie viel braucht er. Nee, Jahan hat keinen Wasserstab gerade, ne? Das sieht mir eher Nee, nach nur Luft. Elektrozeug aus. Du hast ja auch, glaube ich, so eine Elektroarmbrust, ne? Ich wollte gerade sagen, kann er den da hinten vielleicht irgendwie. Ach, da ist der andere. Ich hatte echt straight übersehen. Okay, sieht er auch nicht. Vielleicht kann er den irgendwie. Beschwöre meinen Wasserelementar. Ja, unbedingt. Luftelementar, aber Ach gut. so, nee, stimmt, es war Nee, Luft. trotzdem, beschwör es und setz es direkt vor sie. Vielleicht lenkt es die, lenkt das Ding die ba Wächter lang genug ab. Jahan braucht nicht zufällig 2 Punkte nur, um anzugreifen, oder? Drei. 3. Ah, damit, sonst hätte er den anderen nämlich eventuell fertig machen können. Dann beweg dich ein Eis bisschen mehr ist in unsere Richtung. Kälte, könnte ich vielleicht. Das dauert, braucht nur zwei. Ach so. Oh, ja, unbedingt, versuch es. Aber wobei, ist das wieder so Arrow? Nee, es ist ja im Umkreis, aber du musst dir ein Ziel daraus suchen. Versuch's auf jeden Fall. Okay. Yes! Weil das ist auf jeden Fall, womit wir uns. Ja, und da greift er direkt den. Oder warte mal. Den kann ich jetzt ja angreifen. Warte ganz kurz. Haben die alle. Ob die alle dieselben Elementschwächen haben? Weil das Ding ist, guck mal, die haben verschiedene Leuchtsachen an ihren Waffen. Guck mal, bei ihm sieht das so elektro- oder luftmäßig aus und bei ihm so Ah. erdmäßig. Dann greif vielleicht lieber. Warte mal, dann gucke ich mal Ah. ganz kurz, was die. Ja, Guck, stimmt, er der scheint hat hier so. Wasser. Aber er hat den Wasserwiderstand so niedrig Und er gehabt. Feuer. Vielleicht hatte er wirklich Feuerwiderstand. Dann greift den Typen an, den wir jetzt nicht angefroren haben, weil der hat ja nämlich das Luftzeug und wir sind Ja. ja Luftelementar. Was kann er nochmal Okay. für Fähigkeiten? Genau. Elementar Blitz. Er hat die Chance, sich viermal zu spalten und er hat die Chance, ihn zu betäuben. Ja. Also wenn der Typ nicht immun automatisch gegen Betäuben ist. Yes! Okay, das läuft ja bis jetzt recht gut. Gut, aber wenn ich jetzt noch mal angreife, geht doch die Betäubung weg. Stimmt, da war das so ein nerviger Scheiß, ne? Ja. Dann vielleicht die Punkte sparen oder den anderen? Ja, nee, spar dir einfach mal die Punkte vielleicht. Okay. Würde ich sagen, oder? Und dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal darauf, Ich den. kann ja noch mal die anderen, um wirklich auch die Theorie zu bestätigen. Genau, er Ja, müsste jetzt. das ist. Tatsache! Oh, super, dann ist es ja richtig gut, dass ich mich um ihn kümmere hier mit Ja. ihm. Weil gegen Wasserschaden hat er doch Widerstand. Okay, das heißt, Madora hätte doch lieber den Eingefrorenen gerade. Zerstückeln sollen. Tatsache, er hat Luftwiderstand sehr gering. Sogar 60.
Und dann er natürlich gegen Erde vermutlich, ne? Ja, Erde Ja. 50 und Wucht auch trotzdem alle. Okay. Das können wir schaffen. Ich bin sehr zuversichtlich. Dann soll ich weiter auf ihn hier halten? Ja, würde ich sagen. Willst du vielleicht nochmal einen Eisfall wieder schießen, damit er weiterhin eingefroren bleibt? Wenn das so funktionieren darf? Falls es so funktioniert. Ich meine, es macht halt auch sau viel Schaden, so das. Ach, wunderbar. Ah, okay, aber er widersteht trotzdem dem Status. Das ist sehr schade. Aber wir haben ihn ja fast. Wenn nicht, lasse ich Madora kurz rüber segeln. Und weil sie auch eine Wasserwaffe rumläuft. Wie weit sind die anderen entfernt? Wir müssen halt echt lediglich nur Erde. verhindern oder zumindest lang genug hinauszögern, dass die uns Schaden zufügen können. Oder spar dir die 3 Punkte, dann kannst du nächste Runde wieder richtig um die Ja, schießen. ich wollte nur mal gucken, ob ich irgendwas hab, was Erdschaden macht, aber sowas habe ich gar nicht. Ich habe Granaten auf jeden Fall noch. Ich habe auf jeden Okay. Fall irgendwo noch Granaten rumliegen. Dann hebe ich mir das auf. Okay, jetzt ist er wieder am Aufstehen, was aber kein Problem ist, weil ich. Hau ich ihn ein einziges Mal? Ich glaube, es sollte schon hinhauen, oder? Kann ich sehen, wie viel Punkte er noch übrig hat? 160. Den Schaden sollte ich machen. Ja. Den sollte ich definitiv machen. Ich riskiere es jetzt, aber ich sollte definitiv den Schaden machen. Ich kriege ja noch Bonusfeuerschaden, gegen den er weniger Widerstand hat. Yes! Wunderbar. Okay, wie gehen wir weiter vor? Soll ich mich ein bisschen mehr in diese Richtung trotzdem vorsichtshalber bewegen? Ja. Dann gehe ich mal. Ja, ich gehe mal ein bisschen mehr Richtung Jahan. Ich würde 2 Punkte nehmen und die restlichen würde ich mir erstmal sparen, damit ich nächste Runde auch noch was machen kann. Ich brauche ja immer so viele Punkte, um mich zu bewegen und so. Oder, Moment, 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 Granate. Moment. Ja, ich überlege gerade. Ich habe hier auch nicht alle Granaten eingeordnet, sehe ich gerade. Ich habe bestimmt noch einige. Blendgranate. Nagelbomben. No. Jetzt wird's so eine Doch, ich habe Erdbebengranate. 2 Erdbebengranaten. Ach, sehr gut. Und ich habe auch 6 Blitzgranaten. Dann weise ich die hier schon mal direkt zu, damit wir das bloß nicht vergessen während des Kämpfens. Die Blitzgranaten. Okay. So, Moment. Dann schick lieber zu dem Erdtypen Ich überlege aber eine. gerade, vielleicht lieber eine Blitzgranate zu werfen. Weil das Ding ist, das Schlimmste, was passiert, ist, dass das Luftelementar auch erwischt wird. Aber das ist ja ein Luftelementar. Aber das Ding ist, ich kann mit Jahan kann ich auch Luftschaden machen. Ich kann aber keinen Erdschaden machen. Okay, das stimmt. Niemand von Aber uns das. sonst kann Okay, Erdschaden dann das machen. nächste Problem, was ich hab, das Gefühl habe, ist, der ist sauweit entfernt. Hier sollte er noch Schaden bekommen, aber wir kennen das ja. Warte mal, wie viele Punkte brauche ich? Ich brauche nämlich 3, um eine zu werfen. Dann würde ich doch lieber die Runde warten. Ich habe nämlich nur 2 Erdbebengranaten. Dann warte ruhig, Dann weil er warte ich ist ja lieber, ne? Ich eingefroren. glaube, wir sollten noch eine Weile haben, bis die sich wieder bewegen dürfen. Er ist für 2 Runden eingefroren und er ist noch eine Runde betäubt. Nee, dann warte ich. Und jetzt ist er nicht mehr betäubt. Jetzt können wir ihn angreifen und Ja. hoffen, dass das Luftelementar ihn erneut betäubt. Schade. Schade. Ah, oh, crap. Okay, Madora ist am Start. Du wolltest jetzt zu dem Eistypen. Ja, genau. Ich wollte hier rüber. Genau. Dann greife ich den einfach nur an. Das kostet mich leider alle Punkte. Aber. Ja. Krass. Madora, die Zerstörerin, ey. Ist jetzt nur die Frage. Vielleicht ein bisschen näher bewegen und mit irgendeiner Schockfähigkeit versuchen, ihn auch wieder zu betäuben. Ah, oh, wir haben fast den zweiten Wächter auch zerstört. Ich hatte echt wirklich erst direkt gedacht, das ist so eine gar keine Gewinnmöglichkeit-Sache. Ich frage mich, was er am Anfang da für einen Stoß gequatscht hat, ob das irgendeine Bedeutung gehabt hätte. Kann Ob ich wir mir gut diesen Kampf auch irgendwie vorstellen. hätten anders lösen oder sogar vermeiden können. Ja, wahrscheinlich eher vermeiden. Ah, damn it, das betäubt noch nicht. Mist. Wieso kann der andere sich bewegen? Oh no, Jahan! Oh, es reicht nicht! Es reicht nicht!
Okay, das ist jetzt der, der gegen Erde ihm. Oh, verdammt, jetzt steht Jahan direkt neben ihm. Jetzt kann ich doch locker nicht diese Granate so werfen, dass Jahan keinen Schaden abbekommt. Jahangir wird zur Not wiederbeleben. Ey, stimmt eigentlich schon, ne? Okay. Ich hatte jetzt nichts, was das Du hast keine anginge. Erdpfeile oder sowas? Für den, als wäre jetzt so nah dran schon steht. Ja. Also. Verlangsamen da, okay. Der. Niederschlagpfeil. Der sieht so nach Erdschaden aus. Sonst habe ich halt keinen, der in die Richtung Dammit. geht. Aber gegen Wuchtschaden ist er auf jeden Fall. Sind ja alle. Dann Ja. mach lieber diesen. Genau, mach lieber den. Vielleicht schlägst du ihn sogar nochmal nieder. Dann hätten wir uns wieder eine Runde erkauft. Ah, er widersteht im Status. Ich kann ja aber noch mal. Würde ich sagen, oder? Ich Ja. meine. Hörst du auf zu widerstehen? Sad. Ja. Okay, die Frage ist, was tue ich jetzt? Oder wirft die Granate hinter ihn. Genau. Ich könnte die hier hinwerfen. Ja. Vorausgesetzt, Qian Yu zielt auch richtig. Dann sollte Jahan gar nichts abbekommen, was natürlich das Bestmögliche wäre. Soll Probier's ich? aus. Ja? Komm. Oh mein Gott, er hat richtig gezielt. Hat er aber auch getroffen? Es stand zumindest da, niederschlagen, fehlgeschlagen. Also er sollte Schaden bekommen haben. Okay. Oh Mann, ey. Wir müssen uns bald wirklich was ausdenken. Sonst muss ich mal gucken. Damit kann ich nur verkrüppeln. Der hier ist noch nicht wieder aufgeladen. Ich brauche noch. Wie viele Runden dauert das noch? Das ist erst zur Hälfte. Also ich glaube, 2 Runden muss ich noch warten, bis ich das noch machen kann. Oder das würde halt Wuchtschaden machen. Ich könnte halt in den Nahkampf gehen und das Ding auf ihn raufkloppen. Aber er ist als nächstes dran. Nee, danach sind nochmal Madora und Ja, Jahan. aber danach sind die beiden, Ja, also die stimmt. drei dran. Jahan sollte sich lieber auf ihn hier konzentrieren, damit er tot ist. Ja. Ich nehme nicht an, dass er betäubt werden kann, wenn er da durchgeht. Also was jetzt tun? Noch eine Granate nur Ja. schmeißen? Und darauf Schwäch ihn hoffen. so sehr, wie du kannst, und dann. Warte, was habe ich denn hier sonst noch? Donnersprung. Schriftrolle des Blitzes. Ich nehme nicht an, dass ich eine Schriftrolle mit irgendwas Erdmäßigem da habe, oder? Doch, das, also ein paar Sachen hier. Gesegnete Erde, Erdbeben. Schlägt Gegner nieder, verursacht 318 bis 351 Erdschaden und erzeugt zufällig entstehende Ölflächen. Unter 300-prozentiger Wahrscheinlichkeit niedergeschlagen zu erreichen. Okay, hast du aber sechs Oh, ja, right. Kosten noch? 6 Punkte habe ich vermutlich nicht mehr. Doch, hätte ich. Ich habe ja noch gar nichts gemacht, außer der Ja. einen Granate. Hätte ich übrig. Könnte Dann ich machen. probier's aus, ja. Wenn Sonst, was habe ich deine noch? Fertigkeiten noch gut Erde? sind. Giftstachel des sprühenden Bebens. Bei einem Ziel in einem 7 Meter langen 45 Grad Pegel, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, das Ziel zu versteinern. Aber da bin ich im Weg, Okay. also mit Jahan. Ja, das wäre vielleicht etwas kniffliger. Und das hier ist einfach nur eine Ölfläche, okay. Dann versuche ich es mit. Und das Erdbeben gibt auch mehr Schaden. Es hat nur die Frage, in was für einem Radius wäre das? Ach so, ja, und er meint ja, schlägt Gegner nieder. Ja. Also sollte es ja egal sein, dass das. Warte mal, 2 Punkte habe ich noch. Ich überlege, dann bewege ich mich lieber mit 2 Punkten nochmal in diese Richtung. Und nimmst beide mit. Genau. Weil ich kann mich ja sauweit bewegen. Ich riskiere das jetzt mal. Gut, ich hatte kurz ein bisschen Angst gehabt, dass diese Gulli-Öffnungen irgendwas noch Besonderes bedeuten. So. Probieren wir es aus. Ja. Oh yes, okay, den einen hat es zumindest schon mal niedergeworfen. So, Madora ist am Zug. Madora finisht jetzt ihn hier. Weg mit dir. Zack! Batz, Alter! Ey, wir haben aber auch Sauglück, dass wir nur mit Ausnahme des Erdschadens super passendes Team Ja. aufgestellt haben dafür. Ich meine, ich hatte die Feuerwaffe, Madora hat das Eisding und Jahan hat Luftmagie. Okay, mehr kann Madora nicht tun. Dann Muss würde ich aufpassen sagen, wegen dem Öl. dann macht Madora erstmal etwas Ermutigung. Okay, es erreicht vermutlich nur dich. Aber immerhin, dann hast du ein bisschen, ne, Stat-Boost und so. Ra, Okay, Jahan greift einfach den hinterstehenden Typ an, ne, damit er. Ach, der liegt auch! ja. Ha! Schön. Welchen Status hat er denn noch? Niedergeschlagen und
Öl verschmiert. Öl verschmiert. Ah, und er liegt direkt im Feuer. Also er braucht da nicht nur aufstehen und kassiert nochmal ein bisschen Feuerschaden. Geil. Oh, Leute! Die Nebencharaktere gehen ab Nochmal, hier, nochmal, nochmal. ey. Ah! Ein Aber er Punkt. muss ja noch eine Runde da, oder? Darf er jetzt gleich aufstehen? Das Das weiß weiß ich ich nicht. nicht. Nee, Nein. darf er nicht. Jetzt darfst du gerne einen Splitterfeuer machen, wenn du willst. Ich glaube, die sind bei der. Ah, es könnte. Na, wobei, könnte knapp sein. Oh, krank. Die haben ja überhaupt. Ach so, ich Oh, kann nicht whoops. angreifen. Verdammt. Ja, Ah, nicht Spielerfall kannst genügend du auch nicht mehr. Nee, ah, schade. Punkte. Okay, jetzt sind beide wieder aufgestanden. Ich würde die andere Erdbebenschriftrolle jetzt aber echt nicht verwenden, muss ich Nee, sagen. das Also, wäre Verschwendung, glaube ich. ne? Die sind doch beide fast tot. Ich habe aber einen 6 Blitzgranaten. Da würde ich sagen, kann ich ruhig eine verwenden und die auf den hinteren nochmal schmeißen. Bist du sicher? Also ich meine, die sind so. Du bist noch einmal dran, Jahan ist noch einmal dran und dann sind die weg. Aber das Ding ist, nah ran komme ich nicht. Ich würde es halt. Ach, warum nicht halt? Also. Ach komm, wir gehen auf Nummer sicher. Ich möchte das gerne so schmeißen. Auf die Steine. Ja, vielleicht hat es dann nochmal Sinn, dass der andere auch vielleicht nochmal kurz was abkriegt. Bitte tut uns nicht weh. Okay, betäubt, fehlgeschlagen leider. Ah, schade bei beiden. Aber haben sie beide ein bisschen Schaden bekommen? Und ich. Ah, oh, ich kann nicht nochmal angreifen. Nee. Warte mal, wie viele Punkte brauche ich dafür? 4. Ich hätte einen Punkt zur Bewegung frei, dann könnte ich ihn schon mal jetzt vernichten. Aber reicht ein Bewegungspunkt? Ist die Frage. Nein, nein, Nein. ah! Wow, er hat noch rechtzeitig abgebrochen. Geil. Ja, Mann. Zack! Sehr gut. Ja gut, Madura, dein Ding ist, glaube ich, so für heute gelaufen. Du darfst hier Ich würde herlaufen und nicht dir das mal angucken. durchs Öl laufen. Hä? Ich würde an deiner Stelle halt nicht durchs Öl Oh, whoops. laufen. Okay, ich wusste nicht, dass da Öl liegt. Das echt nicht gesehen. Das sah aus wie schlechter Schatten teilweise. Ja, aber guck mal, jetzt macht Jahan Batz, fertig. Batz! Zack! Wupp, wupp. Wer seid ihr, Alter? Was seid ihr denn für ein Lappen? Was habt ihr bitte beschützt? Hä? Hä? Sehr schön, das Öl ist schon mal weg. Ich bin trotzdem Öl verschmiert. Haben die Loot. Oh, ein Eisen. Oh, guck mal hier. Ein richtig geiler Bogen und so. Oh, cool. Eine außergewöhnliche Vollplattenrüstung. Und eine außergewöhnliche Lederbrigantine. Achso, das Skelett hattest du ja schon geöffnet. Und was war bei dir noch bei? War da noch was Krasses? Ja, ich habe da noch ein paar Sachen gefunden. Warte. Inventar wollte ich hin. Guck ich Und mal auch kurz zwar hier rein. habe ich hier noch exzellente Lederstiefel gefunden und außergewöhnliche Lederarmschienen. Ich Und habe halt noch einen hier. Zauberstab, aber. Ich habe hier schon mal eine außergewöhnliche Lederbrigantine. Die gebe ich dir mal schon mal direkt rüber. Die werde ich ja wohl nicht benötigen. Und einen antiken Eibenkriegsbogen. Oh. Der ist so gelb. Der ist nicht Und ein schwerer identifiziert. Eisenhelm. Oh, den bitte auch einmal für mich identifizieren. Ja, muss ich mal gucken, dass ich was anlege, falls ich was habe. Schön. Das war mal ein schöner Kampf. Also gut, die haben leider kaum Gegenwehr setzen können. Also was gut war für uns. Nur das Luftelementar drin geglaubt. Geile, oder? Das eine Mal, dass einer von denen angreifen konnte und es war perfekt mit dem Luftelementar. Der Eisenhelm, kannst du den nochmal checken? Ich glaube, ich konnte gar nichts davon. Au. Dammit. Also ich habe es ja jetzt auch nicht mehr angelegt, aber. Okay, nee, dann lass uns damit auf bald warten. Okay, ganz So, kurz. ich Ich bin ja hier speichere mal einmal in. schon mal schnell. Das ist ja schon Benötigt Stufe Stufe 4. 4. Okay, also immerhin eine bräuchtest du noch Hier. mehr. Okay. Hier. Also wir bräuchten einen Gegenstand am besten, um Hier. das kurz mal zu Hier. erhöhen. Ah, ey, Crap. Hoffentlich findet sich irgendwie nochmal irgendwann was. Ja. Okay, gespeichert ist es. Dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter, oder? Ja. Auch wenn wir jetzt gerade einfach mal über 20.000 Erfahrungspunkte für das Töten von diesen Wächtern bekommen. Und es war gelinde gesagt tatsächlich echt ein Kinderspiel, was das angeht. Ja, das stimmt. Okay, hier ist es warm.
Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel so hart. Warum? Warum musste das Kann ich sein? dich wiederbeleben? Möglich. Also hier sind Fußspuren. Ich nehme mal an, diese muss man dann verwenden. Ach. Lass mich raten, Madora kann jetzt vermutlich nicht auf mein Inventar zugreifen. Nee. Super. Hier Vielen Dank einsetzen. für die absolut schreckliche Vorwarnung. Hä? Wieso ein bestimmtes Ziel, das teleportiert werden soll? Ich habe doch eine Beschwörungs aus bestimmten Übersetzungsfehler. Ich hoffe doch mal. Okay. Hä? Mach mal irgendwie. Aber es ist ein ungünstiges Ziel. Ungültig. Gut. Oh Mann, was ist denn jetzt? Ey, ich hab mich gerade darüber. Ich wollte gerade darüber. Ein Tod in Verbündeten. Achso, an einer Stelle innerhalb von 10 Meter. Also es bewegt jemanden auch irgendwo hin. Ja, jetzt ist die Frage, auf die Treppe darfst du mich nicht schicken. Was zur Hölle? Nee, jetzt geht's plötzlich. Stand es da, dass es geht? Ich weiß nicht. Wähle den Zielort. Ja. Ja, okay. Oh, wie dumm, ey. Sorry, aber. Oh Mann. Ach. Dann nutze ich gleich mal noch eine für Jahan. Ja, müssen wir halt leider machen. Aber ihr seid Was? nicht richtig tot gewesen. Also, vorher war das doch immer so mit diesen Grabsteinen. Das stimmt. Mann, ey, Leute, weil ich auch nichts Besseres zu tun habe. Eigentlich müssten wir direkt nochmal neu laden. Ja, aber das geht ja nicht. Wir haben ja nicht gespeichert, Doch, ich als habe wir. direkt danach Schnellspeichern gemacht. Ah, okay. Ich dachte, wir hätten nicht Nee, gespeichert komm, und ich wollte gerade sagen, deswegen. Leute, wir sind gleich wieder da. Ich würde nur echt sagen, wir laden das nochmal echt schnell. Das ist halt echt doof gelaufen, Ja. aber jetzt zwei von den vier Schriftrollen, die wir haben, zu brauchen, ist echt doof. Bis gleich. So, okay, wir sind zurück. Wir sind beim nächsten Versuch, diesen Dungeon hier zu erkunden. Es vibriert wieder mit der Controller. Dann sollte jetzt Freya auf jeden Fall, denke ich mal, vorlaufen. Warte mal, gib mir mal Jahan rüber. Komm vorsichtig zurück und gib mir Ja. Jahan mal kurz rüber, dass er dir nicht Das kannst du hinterherläuft. machen. Ha? Charaktere zuweisen kannst du doch nur. Ach so, oh Ich darf ja. das ja nicht. Ich bin Hups. doch Spieler 2. Ja, stimmt. Moment, Moment. Bescheuert, ey. So, und dann, weil das Ding ist, wenn ich mich nicht irre, du siehst gleich diese Fußspuren an. Ja, Ja. genau. Und ich nehme an, die muss man beachten, um nicht von den Fallen erwischt zu werden, weil die decken sich anscheinend ja auch nicht auf. Also entweder brauchen wir eine sauhohe Stufe oder ja. Und dann würde ich sagen, genau, dann gehst du dort entlang und dann teleportiere ich mich gleich mittels der Pyramide hinterher. Zumindest sobald die Spuren enden. Dann können wir, glaube ich, ja sicher sein, dass wir dort am Ende angelangt sind. Oh je. War mir fast klar. Yeah. Das, der lässt mich jetzt durch die halbe Map latschen. Vermutlich, Bin ich ne? mir sehr sicher. Hoffentlich, oder vielleicht gibt es dann wenigstens auch einen Hebel dort, den man direkt deaktivieren Ich kann. schätze es auch mal. Ja, aber gut, Oh. dass ich so auf Wahrnehmung gegangen bin, ne? Ey, ich habe nie was gegen Wahrnehmung gesagt. Also, Also. nee, das nicht, aber ich meine, dass ich selber so gedacht habe, hey, lass mal auf Wahrnehmung gehen. Ich glaube, das könnte eine gute Sache sein. Ey, auf jeden Fall. Also ich kann mir natürlich vorstellen, so wie das Spiel natürlich funktionieren soll, dass es auch eine andere Möglichkeit gegeben hätte, irgendwie hier dran vorbeizukommen, wenn man halt gar keinen Charakter mit hoher Wahrnehmung hätte. Ne? Wäre halt echt doof gelaufen dann, aber. Oh, was habe ich denn da gefunden? Oh, was habe ich denn da gefunden? Leute, ist das schrecklich, ey. Ich habe halt ein bisschen Angst, wenn ich zu schnell laufe, dass ich dann einfach Ja, sehr daneben verständlich. laufe. Gerade wenn man denkt, dass die Schafe direkt der Tod ist. Ja. Oh, was habe ich denn da gefunden? Vor allem, wie es einfach immer auch so ganz knapp auf die Treppen zuführt. Was ist passiert? Na, ich sehe keine Fußspuren mehr. Ach so. Dann muss ich aufs Gitter. Ja, denke ich mal, oder? Geh mal. Oh oh. Geh den mal an, vielleicht ist da. Nee, okay. Spiel. Was ist denn jetzt los?
Geh mal, versuch mal, dich ein bisschen an den Rand heranzutasten. Vielleicht erfasst du. Ah, Ah jetzt. ja, das dachte ich mir nicht, dass auf dem Gitter selber die Spuren nicht sind. Fies Spiel. Ganz schön fies. Denn auf der Treppe solltest du theoretisch jetzt sicher sein. Aber Vorsicht, genau. Nicht, dass sie irgendwie an einer anderen Stelle der Treppe wegführen, die Spuren. Okay, die führen da am Gitter vorbei. Wirklich, macht nicht alle Gegenstände lootbar, Leute, wenn so gut wie nie Loot darin zu finden ist. Okay, warte mal, warte mal, Vorsicht. Vielleicht musst du nach links, dass quasi die Spuren eigentlich links lang führen und deswegen durch das Gitter da so ein bisschen abgedeckt sind. Warte mal kurz. Soll ich einmal kurz schnell speichern? Ja. Es wäre sehr frustrierend, glaube ich, wenn du dich jetzt, wenn wir nicht weiter wissen und wir rumprobieren müssen und du deswegen direkt stirbst und den gesamten Weg nochmal latschen darfst. Auf jeden Fall die Zeit für Freya, den Bogenschützen, sich unter Beweis zu stellen, ne? Also mehr als sonst. Es muss doch, glaube ich, in die Richtung gehen, in die du jetzt auch quasi gerade guckst. Da muss doch dann irgendwie ein Schalter sein, um diese Falle irgendwie endlich zu deaktivieren. Aber wie lang jetzt? Oder bist du jetzt komplett safe? Es scheint so, ne? Vielleicht bis da oben. Ah, okay, hier ist zu. Ah. Okay. Rechts lang geht das? Ich meine, die Treppe da lang kommt man ja, oder? Hier Ah, sind die. Sch Tatsache. Wow. Das Spiel ist einfach komplett asozial, ey. Hier auf Treppen ist es dann nicht. Ja klar, aber das hat ja noch in Richtung Treppe geführt. Aber das passiert, wenn man mit Teilen arbeitet und diese nicht editiert, denn man wollte wohl nicht, dass die Fußspuren ein bisschen überlappend doof aussehen. Ganz schön faul für jemanden, der sich so viel Mühe macht, Quests ständig unterschiedlich lösbar zu machen, ey. Boah, ey, wie lange soll denn das jetzt noch gehen? Wirklich. Aber komm, nach der Treppe hier muss es doch vorbei sein. Oh nö! Ich dachte, da geht's jetzt hoch. Vielleicht geht's einfach hier nur wieder die Treppe runter. Trotzdem probier's aus. Also, probier es mit der Spur zu folgen. Sicher? Ja, mehr haben wir aktuell nicht übrig. Ich würde jetzt die Treppe hochlaufen. Okay, dann speichere ich davor trotzdem nochmal. Ja, Leute, Hier sind kleine Schüsse, auf jeden Fall. viel passiert insgesamt nicht. Also, ich meine, wir sind auch schon recht wieder fortgeschritten in der heutigen Zeit. Also, du bist dir sicher, die Treppe hoch ist der Weg. Ja, und dann finde ich dort neue Fußspuren. 1 zu 0 für Nubivan. Bis gleich, Leute. Okay, wir sind wieder zurück. Ja. Und Freya ist ganz bestimmt nicht die an der Treppe hochgelaufen und gestorben. Wir wissen absolut nicht, wovon ihr redet. Ja, aber hier geht's nur runter. Siehst du das? Es scheint es echt so wieder zurückzuführen, ne? Deswegen, Ja, aber. vielleicht. Vielleicht muss ich nur die andere Seite der Treppe hoch. Ich versuch's nochmal. Nein. Vielleicht muss ich mich teleportieren. Auf die Treppe. Hast du hier schon ausprobiert? Ich wollte gerade sagen. Na, aber Ah, ach hier war ja, ja stimmt. nichts. Ah, ich kann sie einfach öffnen. Wow, Okay, Leute. wow, wow, Okay, Leute. Alter, Nachdem ich jetzt dreimal gestorben bin, musste ich einfach nur zur Tür gehen und auf Öffnen Alter. drücken. Also wer weiß, ob dort jetzt auch die Lösung des Rätsels ist. Es kann ja auch sein, dass wir immer noch nicht ganz schlau werden. Ich würde mal sagen, teleportiere dich mal zu mir, da liegt überall Blut. Ich glaube, da Nee, das gibt's. mache ich nämlich noch nicht. Okay. Weil das Ding ist, erst möchte ich, dass du da reingehst und guckst, ob da jetzt irgendwas ist, um diese Blitze zu deaktivieren. Wofür? Ich bin hier reingelaufen, deswegen haben wir Erfahrungspunkte bekommen. Ja, aber warum? Okay, gut, warte, dann komme ich ja doch. Also es scheint ja, dann scheint es dort ja safe zu sein. Sonst warte noch Hallo? mal einen Moment. Moment, was? Sonst warte noch mal einen Moment dort, wo du bist. Weil ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, dass. Deswegen dachte ich, du behältst Shahan kurz bei dir. Na gut. Und ich sagte deswegen, warte kurz. Aber du hast ihn zuletzt angefasst. Du musst ihn behalten. So, Leiche eines Makellosen habe ich gefunden. Dort Ein ist ein Brief. Brief.
Von Garrick. Und ein abgebrochenes Horn. Oh, das Horn von dem Ork, den wir in dieser Stadt getroffen haben. Der hat doch nur noch ein Horn, weil er sich mit irgendwem gestritten Ah, hat. da oben sind auch Makellose, Ach, glaube ich. Quatsch! Und Garrick war doch auch der. Der, den sie beschuldigt haben, die Blutsteine geklaut zu haben. Ja, ich gucke im Inventar. Jawohl. Dann darfst du. Lesen wir heute auch nochmal was. Nicht nur Gewalt und Rätsel hier, auch mal ein bisschen lesen. Warte mal. Nee, Nee, hier war er der nicht. ist da eben gerade. Ja, aber Warum auch immer. welcher? Brief von Garrick hieß das. Hier. Alright. Ihr findet einen nicht abgeschickten Brief. Was? Er ist an eine Person namens Jurana adressiert und mit Garrick unterschrieben. Im Brief steht, dass ein Treffen während des Vollmonds am Flussufer stattfinden soll. Ihr kennt den Namen des Ortes nicht. Anscheinend wurde der Brief von einer frisch verliebten Person geschrieben. Wow. Okay, wow. Also, Theorie, diese Jurana hat der in Garrick um den Finger gewickelt und ihn dazu veranlassen lassen, die Blutsteine zu klauen. Ja. Um da ranzukommen. Ja, wir sind langsam an der Zeit. Ich würde aber trotzdem gern noch sehen, was hier jetzt oben an der Treppe auf uns wartet. Weil Ja, das ist, da stehen makellose, schätze ich Dudes. mal. Ha? Makellose, schätze ich mal. Genau. Okay, dann gebe ich dir jetzt mal wieder Jahan zurück. Weil ich schätze, entweder müssen wir uns jetzt rausreden oder wir werden kämpfen müssen. Ja. Dann Gut. komm mal, dass du Richtung nach vorne gehst. Ja, du musst dich auch einmal kurz bewegen, damit Jahan zu dir rennt. Okay. Geduld, hier kann jeden Moment jemand auftauchen. Vielleicht hört man uns ja bereits zu, wie wir miteinander reden. Sie sind vielleicht klug, aber. Okay, Okay, gut, gehen wir hier ran. Das ist Myrtos und wer ist sie? Moriendor. Sagt mir nichts. Mir auch Wen nicht. wollen wir zuerst anquatschen? Wer sieht für dich nach dem Boss aus? Quatsch du. Dann quatsch ich Myrtos an, wer direkt vor mir steht. Ja. Achso, okay. Moriendor quatscht. Ihr da, wo verstecken sich die roten Imps? Stellt euch nicht dumm. Wir wissen, dass die Feiglinge in dieses Reich gesprungen sind. Ruhig, Schwester, ganz ruhig. Wir wollen doch nicht einen potenziellen Verbündeten verschrecken. Warum sucht ihr die Imps? Wir von der Wache haben nur wenig mit diesem verdammten Getier zu tun, aber wir dienen einem gemeinsamen Meister, den Dämonen des Nemesis-Reiches. Wir wurden damit beauftragt, die wilden Banditen zu ihrer Heimatebene zurückzubringen. Wilde Banditen? Warum nennt ihr die Imps so? Ich weiß nicht, was sie in Unschuld verschleiert hier angestellt haben, aber in unserem Heimatreich sind sie für eine düstere Vergangenheit verantwortlich. Vor Äonen noch waren die Imps eine freie Rasse. Klug, ja, aber durch ihren Wissensdurst verblendet. Leichtere Beute hätten unsere Dämonenmeister kaum finden können. Und so wurde den Imps ein Geschäft angeboten. Wissen gegen Dienste. Die Dämonen würden den Imps das unbegrenzte Wissen des Universums bieten. Und im Gegenzug hätten die Imps ihre Schulden im Schweiß ihres Angesichts abzuarbeiten. Den Imps lief beim bloßen Gedanken an absolutes Wissen das Wasser im Mund zusammen. Sie stimmten ohne einen Gedanken an die Folgen zu und unterzeichneten jeder mit seinem Namen den großen Kodex, der sie von nun an verpflichtete. Wissen wurde ihnen gewährt, sicher, aber zu welchem Preis? Sie konnten ihre neu erlangten Fähigkeiten nur in den Dienst der Dämonen von Nemesis stellen. Vielen Dank, dass Sie sich extra die gesamte Zeit nimmt, mir erstmal die komplette Background-Story dieser Imps zu erklären. Ja. Gut, die Imps haben sich auf Dämonen eingelassen. Man mag sie als fehlgeleitet bezeichnen, aber kaum als wild. Nein? Dann wartet ab, bis ihr das Einzige seid, was zwischen einem Imp und seiner Freiheit steht. Dann werdet ihr erkennen, wie schnell sich impischer Charme in Barbarei verwandeln kann. Wir von der Wache wurden mit der Aufsicht über die impischen Sklaven der Dämonen beauftragt. Wir waren freundlicher als die Dämonen, mussten aber dieselbe Knechtschaft erleiden wie diejenigen, über die wir gebieten durften. Was immer die ausgesandten Dämonen uns befahlen, wir hatten keine andere Wahl, als es durchzusetzen. Nachdem einige Jahrhunderte vergangen waren, schmiedeten die Imps einen Plan. Sie wollten den Kodex stehlen, durch den sie ihre Leben überschrieben hatten, und von Nemesis fliehen. Für immer. Aber um den Kodex zu erhalten, mussten sie uns passieren. Die Imps waren gnadenlos. Zahllose Unschuldige unter den Wachen wurden geschlagen und ausgeblutet. Jeder Körperteil wurde ihnen von dem roten Schwarm der Wilden ausgerissen, der uns überrannte. Den Kodex haben sie gestohlen und die zerstückelten in Reihen derer zurückgelassen, die sich ihnen entgegenstellten. Man kann den Imps doch nun wirklich nicht übel nehmen, aus der Sklaverei fliehen zu wollen. Und wir von der Wache, die den Kodex nicht schützen konnten, erhielten keine Gnade von unseren Lehnsherren. Die Hälfte von uns wurde in den dunkelsten Verlieszellen von Nemesis geschickt, um ewige Qualen zu erleiden. Ja, für dich sinnvoll, anstatt die Hälfte von denen auch mit auf die Jagd zu schicken, den Kodex zurückzubekommen? Duh. Ja, klar. Auf der anderen Seite, nun, uns wurde eine Aufgabe zuteil. Findet die Imps und allen wird vergeben werden.
sein. Sorry, ich kann heute nicht. All jene Eingesperrten in den Verliesen würden freikommen. Versagt, und wir werden dazu verdammt sein, ihnen Gesellschaft zu leisten. Ich bin dann mal weg. Moment, kann er handeln? Nee, er hat nur Gold, okay. Ich bin dann mal weg. Das war's jetzt echt? Also, what? Grab des Ritters. Oh. Oh. Okay. Ich heb mal diesen inaktiven Sternenstein auf. Ich lass es mal noch mal kurz Moriendo anquatschen. Vielleicht hat sie ja irgendwas noch zu erzählen. Achso. Warum sucht ihr die eben? Ich nehme an, dann wird dasselbe gesch... Ja, okay. No. Wie asozial. Kann ich nicht jederzeit aus dem Gespräch raus? Okay, gut, das sind Myrtos und Moriendo, ja. Die uns leider absolut nicht erklären können, was hier so interessant dran sein könnte. Sehr komisch. Ja, also der gute Garrick scheint sich hierher begeben zu haben, aber er hat ja keine Blutsteine dabei gehabt. Ja. Fällt mir jetzt auch gerade auf. Er hat ja gar keine dabei gehabt. Vielleicht haben wir damit ja auch den Auftrag schon erfüllt und können dann zurückgehen und denen sagen, dass das halt... nicht gibt, also dass er das nicht gewesen ist. Also ich wollte gerade sagen, wir haben zumindest das Horn. Wir können uns dann ja mal im nächsten Teil wieder in der Stadt umsehen. Und okay, gut. Ich dachte echt, ich war in dem Irrglauben. Nach dem Erschlagen dieser vier Riesen hätten wir schon ein gewaltiges Stück Erfahrungspunkte bekommen. Immerhin, ich meine, ein Viertel ist jetzt nicht wenig, aber ja. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir hier vorne. Ja, danke, dass ihr dabei wart und gerne beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir weiterzocken und uns fragen, was zur Hölle will das Spiel von uns und mit uns? Oh ja. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann. Ciao.